sich mit ihren Mains jetzt hier gerade. Sind wir online? Ja. Ja, also okay. Die beiden haben sich praktisch entschieden, das in Random zu klären. Mhm. Auch ein bisschen leiser. Ja, hier genau, ja, ist ja. Der Pegel-Dings. Also, bist du eins oder zwei? Oh, der erste Stock schon weg. Damn, Obliss verliert seinen ersten Stock mit Roy. Der ist immer noch ziemlich laut. So besser. Ja, oh, jetzt nice. Gar nicht. Ja, ich rede ja, mal. Okay. Ja, ich höre kaum Games auf. Ja, die haben. Ja, das ist besser. Besser. Ja. Okay. Alles klar, so, ja, jetzt nochmal die ganz kurzen Reihen gerade. Auf jeden Fall, hier am Start, so bin ich jetzt weggekommen. Cobra, so hat meine Mama mich auch genannt. Yeah. Das ist mein zweiter Name. Oh, schön näher. Das heftige Game, das da schon voll lange ist. Spawn und Scappy jetzt schon das erste ernste Game. Singles. Und wie Lennart schon sagt, hier Random zu spielen. Und das ist ja wieder zu viel lang geschafft. Ja, auf jeden Fall. Oh. Bread and Butter hier gerade mit Roy. Roy. Genau, falls ihr euch fragt, was jetzt mit Doubles ist, die spielen wir einfach irgendwo zwischendurch aus. Also jetzt gerade ist es nur wichtig, dass wir mit Singles anfangen, jetzt hier um 14 Uhr. Aber könnt ihr ja gerne mal reinschreiben. Ich kann das hier anmachen auch. Hier. Genau, also wir sehen jetzt hier den Chat, falls ihr irgendwelche Begegnungen sehen wollt oder so, sagt einfach mal Bescheid und dann versucht ich die zu klären zwischendurch. Oh. Und der Raw Up Smash klärt hier das erste Game für Squallen, der den vierten Seed hat. Also auf jeden Fall ein smarter Move so, zu fragen nach Random, weil... Skeddy hat den dritten Seed und die ersten drei Seeds kommen weiter. Wenn er jetzt gewinnt, dann hat er gute Chancen weiterzukommen. Oder das wird ein komplett chaotischer Pool, weil Skeddy mal wieder gegen den ersten oder zweiten Seed gewinnt und dann ist es wieder so... Das kann alles passieren hier. Ja. Also. Oh, Diddy Kong gegen Rob. Okay, jetzt ganz viel näher und Downby und näher und Downby. Was geht, Rokushi? Yo, dein Ganondorf haben wir lange nicht mehr gesehen. Ja, wir sehen hier super serious random Pools. Also nicht random Pools, aber die beiden spielen randoms im Pool. Okay, ja, also. Ja, das hat man dann doch öfter tatsächlich, dass Leute dann doch eher nach Lübeck kommen als nach Kiel. Nur für die Flensburger. Ja, eigentlich ist nicht mal für die Flensburger das sonderlich besser. Hier Kiel. Aber Full House, 32 Leute, wobei. 32 gar nicht unbedingt Cap ist. Wir gehen so auf 40, 48. Aber das weiß anscheinend irgendwie keiner. Weil wir kriegen immer genau 32 und dann meldet sich keiner mehr an. Und da ist der Toaster. Back, ja? Ja. Yeah.
Also ich höre mich, aber ich höre dich nicht. Game Sound übertönt uns. Okay. Das adjusten wir nochmal und gib uns gerne Rückmeldung, wenn es besser ist oder wenn es perfekt ist. Genau. Oder sonst, wenn euch das andere stellt, dann immer gerne durchgehen, weil das muss man manchmal hier gar nicht so mit. Okay, der Toaster. Ist besser. Okay. Sonst noch irgendwas zu laut, zu leise? Einfach gerne kurz noch reinfallen. Und super in das Game. Oh, der Down Smash. Auch kein Punish. Oh, weggeworfen. Schlechte DI hier. Ja, ich glaube, er hat Side-B direkt gemacht. Und dann ist er direkt draußen. Vielleicht hat er auch einfach nicht mit dem Backflow gerechnet. Schön gecashed. Wir sehen hier schon ganz gut improvisiert hier alles von Skeddy. Ja, das spielt gar nicht schlecht mit Rob, muss ich sagen. Merkt schon Unerfahrenheit, aber... Oh! Oh! Ja, natürlich schwierig. Ja, da muss man so ein bisschen checken vielleicht. Gerade mit Rob, da startet man halt auch erstmal irgendwie die Abi, bevor man springt oftmals und so. Ja. Das ist halt so ein bisschen untypisch, wenn man eine andere Chance gewohnt ist. Okay, mal schauen, ob Skeddy hier den Ausgleich erzielen kann mit Rob. Und dann bin ich natürlich gespannt, wen es hier als nächstes gibt. Das ist ja mal das Lustige an Random. Naja, aber vielleicht gibt es auch gar kein nächstes. Oder das ist Q3 jetzt. Ja. Okay, dann müsste Skeddy das jetzt auch holen. Okay, ja, einfach random ass up smash. Komm, kann man mal machen. Okay, wir toasten jetzt hier die Luft. Ja, die Backer natürlich. Okay, Laser. Da weiß auch Skeddy, dass die Backer gut ist von Rob. Okay. Okay, ja. Ja, aber das ist ein bisschen häufig vielleicht hier. Wie könnte er ihn noch killen? Vielleicht mal Side B oder sowas? Irgendwann killt halt der Grab. Er versucht es auch gerade. Mhm. Oh, da kommt der Toaster. 1:1. 1-1. 1 gegen 1. Ja, 1:1. Ganz schön spannend. Ja, Leute, wenn ihr beide Chars richtig prediktet, dann gibt es von mir 5 Euro. Ja, genau. 5 Euro, wer beide Chars richtig prediktet. Sogar 50 von ihm. War vielleicht ein bisschen spät. Ja, ein bisschen spät gecallt. Schwer. Okay, wir haben Sonic und Samus. Samus. Eigentlich denke ich mal ganz gut für Squallen, oder? Ich glaube, das ist gut für Samus. Nicht? Ja. Charged halt, also dein Laser. Und Sonic kann natürlich reinjumpen so, aber ist generell, also du kannst halt aus dem Charge-Shot schilden so. Deswegen, und du hast schon vieles, was Sonic auch auffällt, ne? Die Down-B, der Schuss, die Side-B. Ja, aber man muss es auch spielen können entsprechend, ne? Ich weiß nicht jetzt, ob Skeddy das aus Erfahrung hat, aber ich glaube, Skeddy ist tendenziell ganz gut darin, auch mit Random Chars, die er sonst nicht spielt, gut zu sein. Zumindest gut genug vielleicht für einen Random Char, die scoren. Skeddy einfach dieses Spiel mit, das muss man einfach nicht lassen oder so. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt, aber an sich ist es... Oh, schöne Backer. An sich ist Samus ja schon simpel, ne? Also du chargest halt und den Rest baust du halt praktisch dementsprechend auf. Und du chargest und wenn er dann springt, weil er Angst hat, dann machst du halt fair. So. Weil wenn er da rumsteht und schildert, ist vielleicht Grab. Das stimmt schon. Das ist schon ein Chart, den man so auf Anhieb eigentlich ganz gut spielen könnte. Aber man muss so ein bisschen Gefühl haben für Floaties auch und so, ne? Ja. Gefühl für Floaties und auch so ein bisschen... Naja, natürlich, ist ein ganz normaler Charakter, ne? Muss man Bread and Butter und sowas alles beherrschen, die RP out of Shield und alles. Aber die Basis ist auch gar nicht schlecht bei Samus. Kann man auf jeden Fall schon mal sehen. Also ich zum Beispiel, ich habe glaube ich noch nie Kazuya gespielt, ja? Wenn ich dann irgendwie random bekommen würde, dann müsste ich halt gar nicht mehr abgeben. Ja, oder so Benjo oder sowas. Oder Robin, ist dann halt schon so, ja, okay. Oder hier Ulima. Oder Ulima. Ulima ist für mich so, okay, ich knüppel jetzt einfach rein. Und schmeißt die weg. Oh, und Sporn will hier unbedingt den Stock holen, aber Skeddy ist auch schon möglicherweise mit Rage hier in der Range, der gut killen könnte nochmal jetzt auch.
Ja, und wir sehen die Backair sogar. Die zweite richtig schöne Backair muss ich lassen, Alter. Ja, ja. Und der, wenn du da den Sauer Sweet Spot bekommst, wird boom. Das klatscht. Und damit wird Skeddy jetzt ein ganzes Stock. Das Spawn muss einiges aufholen. Aber das sieht bisher ganz geil aus hier. Für Skeddy zumindest. Aber jetzt kommen die Kombos hier raus. Sorry. Oh, oh. Oh, wieder eine schöne Becke hier. Sieben, also spawnen uns hier, spawnen uns das. Nachholen. Oh, endlich kann ich mal wieder posten. Ja, es hat funktioniert. Okay, also, falls ihr noch jemanden kennt oder irgendwelche Chats oder Discord oder Foren oder so, haut den Link gerne irgendwo rein, dass die Leute das auch mitbekommen. Vor allem, wenn sie irgendwie auch aus dem Norden kommen, weil dann kriegen wir mehr Leute und mehr Leute ist hypere Events. Also. Wie viele Leute haben wir denn hier gerade? 5 Zuschauer. Naja, gut. Potenzial nach oben noch, ne? Ja, ich konnte eben bis eben halt keine Tweets veröffentlichen. Ich weiß nicht, was da los war, aber ich konnte irgendwie nichts tweeten. Okay. Deswegen konnte ich es halt nicht bewerben. Das zackt halt. Ja, aber jetzt gerade hat es geklappt. Jetzt gerade hat es geklappt. Endlich. Der kann der gerne unterstützen. Das ist immer gerne gesehen. Skeddy sieht das auch, als ob er den Sack zumachen will. Bingo! Der Dash Attack schon, ja. 2 zu 1 für Scrub 12. Gibt es bei uns aktuell einen